In diesem Video darf ich euch mitnehmen auf eine Bike-and-Hike-Tour in der Region Seefeld in Tirol und genauer gesagt auf die Gehrenspitze, den Berg, den ihr hier im Hintergrund seht. Uns erwartet dabei eine starke Bergtour mit super Wetter und großartigen Ausblicken. Also viel Spaß mit diesem Video. Doch vorab einmal kurz zum Speiseplan der heutigen Tour. Es warten grob 1200 Höhenmeter und 25 Kilometer auf uns, davon 700 Höhenmeter mit dem Bike und 500 zu Fuß. Wir starten unsere Tour in Leutasch an unserem Hotel, dem Bio-Hotel Leutascher Hof. Darauf gehe ich später auch noch mal genauer ein. Um hier in die Region Seefeld anzureisen, empfiehlt sich der Zug. Es gibt dabei sogar ICE-Verbindungen und da die Anreise einen Großteil des CO2-Abdrucks im Urlaub ausmacht, könnt ihr mit der Bahn euren ökologischen Fußabdruck stark verringern. Die E-Bikes haben wir uns dann in einem der Fachgeschäfte vor Ort ausgeliehen. Eine super Sache, um auch während des Urlaubs auf dem Hochplateau mit dem Bike unterwegs sein zu können und ganz entspannt von A nach B zu kommen. So auch zu Ausgangspunkten von Wanderungen, wie wir es jetzt heute machen. Also, rauf geht's auf die Gehrenspitze. Jetzt die ersten Meter hier durch den Wald auf dem Schotterweg und da fließt die Leutasch richtig schön. Jetzt geht's auf die Höhenmeter. Ja, und bei der Sonne, bei der Hitze sage ich euch eines, da ist das EMTB Gold wert. Das macht wirklich Sinn, denn sonst treibt ihr euren Puls auf solchen Wegen hier ins Unermessliche. Natürlich, klar, man kann hiermit auch ein bisschen Sport machen. Man muss das Fahrrad ja nicht in den Turbo-Modus stellen. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich bin jetzt im EMTB-Modus. Diejenigen, die einen Bosch-Motor unter euch fahren, die kennen das Ganze. Und jetzt geht es hier weiter den Weg entlang und ich freue mich schon auf den Ausblick ganz oben. Den Wald bergauf fährt, sieht man immer wieder die Berge, wie zum Beispiel auch die Hohe Munde jetzt hier bei mir im Hintergrund. Und gleich erreichen wir dann die Baumgrenze, da ist nochmal ein richtig offenes Feld. Immer wieder kreuzen wir dabei auch die Wanderwege. Hier zum Beispiel gerade können die Wanderer bergauf gehen. Das heißt auch für euch, wenn ihr Lust habt, mehr Höhenmeter zu Fuß wandernd zurückzulegen, dann könnt ihr auch die E-Bikes irgendwo hier anschließen. Wir fahren jetzt aber hier über die Forststraße weiter und zwar Richtung Wettersteinhütte und Wanghütte. Spätestens dort müssen wir dann die E-Bikes abstellen und mit Füßen weiter, denn da hört dann die Forststraße auf. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, hier hat man nicht immer Traktion. Man muss so ein bisschen darauf achten, wo richtig Schotter ist und wo schon etwas ausgefahren. Auf den ausgefahreneren geht es dann, wenn man das Gewicht aufs Hinterrad setzt. Aber es ist schon eine kleine technische Herausforderung auf jeden Fall. Das heißt, hier gut überlegen. Da geht es jetzt idyllisch berghoch. Links läuft der Bach runter, das Wasser. Und ich freue mich dann echt auf was Kühles zu trinken an der Hütte, denn der Stern brennt heute richtig. Wir haben um die 30 Grad. Heidewitzka, dieses Stück hat es in sich. Aber wenn ihr dann oben angekommen seid, werdet ihr vor allem mit einem schönen Panorama verwöhnt und auch hier mit der Abzweigung auf der einen Seite zur Wettersteinhütte und zur anderen Seite zur Wangalm. Da möchten wir jetzt hoch. Beides, habe ich mir sagen lassen, ganz gute Einkehrmöglichkeiten. Was Kühles zu trinken, das holen wir uns jetzt auf der Wangalm ab, bevor es dann hoch zum Gipfel der Gehrensteinspitze geht. Super gespannt, wie die Aussicht dann da oben ist. Und jetzt nochmal rein.
Ja, und spätestens hier oben auf der Wangalm auf 1751 Metern habt ihr dann diese Art Panorama. Hier hören langsam die Bäume auf, die Baumgrenze ist erreicht. Hier könnt ihr natürlich auch kurz einkehren, bevor ihr hochgeht oder nachdem ihr von der Gehrenspitze wieder runterkommt. Hier ist jetzt auch wirklich der letzte Ort, um sein E-Bike abzustellen, und ich sag euch, so langsam aber sicher freue ich mich auch drauf, mal richtig nochmal ins Wandern zu kommen, ins Bergsteigen und dann hoch zur Gehrenspitze zu gehen. Cheers, wohlverdient. Gut gestärkt mit einem leckeren Johann gespritzt, finde ich ein richtig gutes Getränk, und einer kleinen Tasse Kaffee. Und jetzt schauen wir uns das Ganze hier mal an. Gehrenspitze über die Erinnerungshütte. 2367 Meter über NN, und das sind von hier aus eben jetzt noch so 600 und ein paar gequetschte Höhenmeter. Die gehen wir jetzt an und hoffentlich unter dieser Zeit. Meistens kann man es halt unterbieten, aber bei der Hitze immer mit der Ruhe. Wir haben Zeit mitgemacht. Auf geht's! Schon richtig starker Ausblick hier. Wir gehen jetzt ein bisschen steil bergauf Richtung Scharnitztal und dann oben geht's eher über einen Grat. Für eine kleine Rast. Hier oben grasen auch die Kühe. Hier hört man schon die Kuhglocken und ein paar Schafe. Eins davon haben wir gerade auch im Schatten entdeckt. Es braucht bei den Temperaturen auch wirklich ein bisschen schattiges Plätzchen, ein bisschen raus aus der Sonne. Schön ist es auf jeden Fall. Genau hier. Jetzt kommen wir aufs Scharnitzjoch. Boah! Und hier schaut euch das mal an, was sich jetzt hier für eine Kulisse erstreckt, während man hier hoch geht, die letzten Meter. Komplett neues Tal. Boah! Krass! Richtig stark, oder? Da geht es jetzt rauf zur Erinnerungshütte und dann da oben entlang. Da seht ihr den Grat, an dem wir entlang gehen. Ja, ihr seht schon in den Aufnahmen, hier wird es jetzt hochalpiner, hier braucht ihr eine gewisse Trittsicherheit, engere, schmalere Pfade und kein großer Grat mehr. Aber was wir hier auch haben, ist einen perfekten Ausblick da in Richtung Seefeld. Das seht ihr da drüben, hier unten liegt Leutasch, wo wir heute Morgen gestartet sind. Und hinten raus schaut ihr sogar ins Inntal. Und für uns geht es jetzt hier entlang und schaut euch das an, an dem Weg hier am Berg entlang, dann hoch zur Gehrenspitze, die sich gerade hier hinter verbirgt, zum Gipfelkreuz. Jetzt grob noch 150 Höhenmeter. Schlussspurt, Home Run, kann man sagen. Und hier seht ihr es jetzt, das Gipfelkreuz da oben, die letzten Meter. Kommt mit. Ah, dieser Moment, boah, nicht mehr weit. 10 Meter noch, Gott. Ja, und hier oben auf der Gehrenspitze 2367 Höhenmeter gibt es natürlich auch ein Gipfelbuch. Da tragen wir uns ein, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen die Berge begutachten. Und schaut euch jetzt erstmal den Blick hier an. Da sind wir auch hochgekommen, also richtig stark. Da die Leutascher Dreitorspitze, da drüben auch sehr hoher Gipfel. Wenn wir dann hier rumgehen, kommen wir immer mehr in Richtung Karwendel. Was hier liegt, drüben Karwendelgebirge, Isar-Ursprung, richtig schön. Haben wir auch mal einen Trailrun durchgemacht. Das ist einfach immer wieder ein Erlebnis. Und da drüben hinter sollte Innsbruck liegen. Also wenn wir hier so grob hinterschauen, liegt Innsbruck im Inntal.
Und der Ausblick, der geht so weit, ja. Wir können hier wirklich ganz viele Bergketten sehen. Wir tragen uns jetzt kurz ins Gipfelbuch ein und dann geht es runter zur Wangalm. Und danach gibt es noch eine Spezialität. Die zeige ich euch dann. Und das hier solltet ihr euch anschauen, wenn ihr hier seid. Das ist ein Hofladen, der von 0 bis 24 Uhr immer geöffnet hat. Und wenn ihr so wie wir jetzt gerade recht spät unterwegs seid am Abend, dann könnt ihr euch hier noch eine kleine Stärkung regionale Produkte kaufen und vielleicht auch essen oder für zu Hause mitnehmen. Also echt eine Empfehlung, wir gucken mal kurz rein. Ja, und hier findet sich alles, was das regionale Herz begehrt. Geschenke wie jetzt zum Beispiel Sirup, wo ich gleich auch eins mitnehmen werde, Salze, Gewürze, Marmeladen, Eier, Fleisch vom Hof etc. Also da könnt ihr euch austoben. Hollersirup, das nehme ich mit nach Hause. 4 Euro werfe ich jetzt in die Kasse und dann sehen wir uns in Seefeld wieder, wo ich das Fazit zum Video ziehe. Oben über Seefeld in Tirol wollte ich das Video beenden. Da haben wir schon andere Videos gestartet, wie zum Beispiel die Gravelbike-Tour, die wir hier in Seefeld-Leutasch gefahren sind. Es ist einfach mega idyllisch hier und jetzt heißt es kurz Fazit zu ziehen zur E-Mountainbike- und Hike-Tour. Das erste Mal auf diesem Kanal. Ich fand es ein spannendes Format, mal insbesondere mit dem E-Mountainbike bei der Hitze erste Höhenmeter zu erkämpfen und dann in der Hochebene hier ja auch wirklich schon sehr hoch zu kommen, nämlich zum Beispiel auf die Wangalm mit 1700 Metern dann schon und den letzten Rest dann zu wandern. Und ich denke, die Bilder haben für sich gesprochen. Was mir in Summe aufgefallen ist, ist, dass die Region Seefeld insbesondere mit der Zuganbindung und der Infrastruktur vor Ort eine gute Möglichkeit bietet, um seinen Urlaub ökologisch nachhaltig zu verbringen. Als kleinen Tipp kann ich an dieser Stelle auch das Biohotel Leutascher Hof nennen, die sowohl bei der Küche auf regionale und biologische Zutaten setzen, als auch beim Bau des Hauses auf nachhaltige Werkstoffe und Handwerker aus der Region geachtet haben. Mir hat die Tour großen Spaß gemacht und der Ausblick war einfach nur gewaltig. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, das direkt jetzt hier rechts verlinkt ist. Viele Grüße und bis dann!